So, eine Bastelzeit. Heute mal wieder wahrscheinlich mit einer Reparatur, nämlich das Ding hier. Ach, das ist, wie man unschwer erkennen kann, ein LED-Headlight, also eine Kopflampe. Und die habe ich schon seit längerer Zeit im Einsatz. Ist ein ganz praktisches Ding. Man sieht hier, hat zwei LED-Arten. Einmal einen Kopf hier unten, so Chip on Board, Chip on Blob. Nee, was heißt überhaupt Kopf? Auf jeden Fall, hier sind jede Menge LEDs drin mit Phosphor drüber. Das gibt ein sehr, sehr einheitliches Licht, relativ großer Bereich, der abgedeckt wird. Plus hier oben ein LED-Spotlight, das heißt also eine LED mit Reflektor, die dann auf einen Punkt das Ganze fokussiert. Und ja, das Ganze, wie wir hier sehen, mit einem Micro-USB-Anschluss, das heißt also offenbar aufladbar, interner Akku. Ein Knopf, hier war eigentlich noch so eine Silikonlasche, glaube ich, war es drüber. Und ein bisschen Wetterschutz zu machen, die ist vor einiger Zeit mal abgefallen. Passt schon. Und auf der anderen Seite das Metall hier, das ist ein Magnet. Das heißt, man kann das Ding auch problemlos mal irgendwo an die Seite dran kleben. Das Ganze standardmäßig mit hier so einem Band und ja, ist in meinen Augen eine relativ praktische Sache. Habe ich meistens irgendwo in der Tasche mit dabei, einfach weil, hey, hat man immer ein bisschen Licht dabei und für mich ist es relativ praktisch, wenn ich mal mit dem Rad unterwegs bin und die Frontlampe, die offiziell für Straßen zugelassen ist, mal nicht reicht. Das heißt, gerade so auf dunklen Feldwegen, wo keinerlei Beleuchtung und so ist, das ist ganz praktisch, nochmal irgendwie was in der Tasche zu haben, um das Ding nochmal ein bisschen heller machen zu können. Gerade jetzt im Winter, da oder ja, Herbst ist es ja noch, da ist es sehr praktisch, wenn man die Tiere auch sieht, bevor man drüber fährt. Nun gut, long story short, ich habe das Ding eben ausgepackt, weil ich, wie man eventuell sehen kann, aktuell am Streichen bin. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob die Decke oder doch eher mich selbst. Und die hier ist mir dummerweise runtergefallen und in einen Eimer mit Wasser. Ja, ungünstig. Ich habe dann direkt mal versucht, das Ding auseinanderzubauen. Das heißt, die Schrauben sind draußen. Wollte eigentlich den Akku abklemmen, aber ich kam nicht rein. Deswegen, ja, Pech gehabt. Mal gucken, was jetzt alles kaputt ist. Vielleicht können wir noch irgendwas retten. Hier dieser Kopfhalter, der klippt einfach aus. Dann hat man zwei Teile. Ist eventuell ein bisschen praktischer. Und ja, man sieht hier auch, hier ist auf jeden Fall von innen an der Linse ein paar Tropfen dran. Das heißt also, da ist definitiv auch Wasser reingekommen. Wie schon gesagt, Schrauben habe ich ein bisschen rausgemacht. CE-Zeichen, ja, da ist keine Schraube mehr drunter, wie es aussieht. Das Problem ist, ich glaube, hier diese Endkappen müssen weg und ich habe nichts gefunden, wie, denn egal wie ich drehe und wende, da bewegt sich halt nichts. Also, ja, jetzt mal, wenn ich nicht noch die ganzen Sachen zum Dings habe, zum Streichen gerade aktiv habe, dann gucken wir mal hier auf die Schnelle rein. Vielleicht haben wir ja doch Glück und kommen hier irgendwo dran. Ist jetzt natürlich super hier bei einem Gerät, was einen Akku enthält, mit Metall reinzupacken. Popeln, aber nee, das ist fein. Ich bin ja Profi, oder wie war das? Irgendwie wird das hier bestimmt abgehen. Was war? Die geht noch an? Moment, die ging eben nicht an. Ha! Okay. Ja, sie macht noch hell. Sie funktioniert also offenbar noch. Das heißt also, wenn ich einmal drücke, geht hier oben die an. Wenn ich nochmal drücke, geht der Kopf an. Hier sieht man auch schön den Unterschied. Ich halte es jetzt mal so auf Kamerahöhe. Das hier ist der Kopf. Und das hier ist der Beam. Und hier sieht man schön, der hier, die obere, die hat halt einen sehr, sehr hellen Punkt, wo man dann natürlich sehr genau sehen kann. Aber außenrum ist alles dunkel und die Kopf, die macht ein schönes einheitliches Licht. Da, ja, kann man schön was sehen. Okay, ja, CE geht auch schon flöten und wir sehen eine rote blinkende Lampe. Das Ding ist gerade nicht glücklich. Normalerweise heißt das Akku leer. Ich glaube eher Akku nass ist die korrektere Variante. Ich finde aber immer noch nicht raus, wie zum Geier das Ding hier aufgehen soll, denn eigentlich müsste man die hier irgendwie entfernen können. Jedenfalls sieht es für mich so aus, als ob hier dieses innere Plastik. Okay, jetzt. Oh, jetzt leuchten beide. Ich glaube, der Schalter hat auch ein bisschen Wasser abbekommen. Er schaltet die ganze Zeit. Gut, ich habe hier auch Löschzeug da. Ich hoffe, ich brauche es nicht. Tja, aber aktuell, ich kriege nicht raus, wie der abgeht.
Und ohne abzugehen, komme ich nicht da drunter. Das Problem ist, das Plastik ist relativ weich. Das heißt also, wenn ich hier mit meinem Schraubendreher reingehe, hebel ich mir eher das Plastik weg, als dass ich da was bewegt bekomme. Ah, das Mist jetzt. Jedes Mal, wenn ich reingucke, sehe ich nichts mehr. Also hell genug ist er auf jeden Fall, ja. Ha, da sind wir. Riecht noch nicht verbrannt, aber ich sehe jede Menge Wasser. Und ich sehe, wie es aussieht, hier eine 18650 drin. Das heißt also schon mal schöner Akku. Und hier sehe ich auch endlich, wie das fest ist. Da sind also Klipse drin. Da und wahrscheinlich vorne. Ja, vorne auch. Oh. Wow, 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 wow. Reflektor ist schon mal raus. Und da sind wir. Okay. Ja. Sehr viel, sehr unglücklich. Oh, 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 oh. Da ist schon alles oxidiert. So, gerade mal hier ein bisschen abdeckeln. Sieht man, wo es ist. Ich hoffe es. Das heißt, ja, zwei rote Kabel am Akku. Ja, rot für Minus zu benutzen ist eine super Idee. Gut, machen wir mal hier den ab. So, Strom aus. Soweit, so gut. Jetzt kann es natürlich sein, dass der einfach hier ein bisschen rumoxidiert hat und dadurch die Gates der Transistoren ausgelöst hat. Was mich gerade wundert, hier sind drei Transistoren. Wieso drei? Okay, gucken wir erstmal, was wir alles haben. Wir haben eine rote LED hier. Okay, wir haben den Taster, wir haben den USB. Okay, wir haben hier auf jeden Fall auch an den Pins ein bisschen Korrosion. Oh Mist. Ich glaube, ich habe den ganzen IC. Ich habe den ganzen IC irgendwie beim Rausholen zur Seite gedrückt. Das ist nicht gut. Der Akku sieht unprotected aus. Glück im Unglück. Durch den Schaumgummi, der hier drauf ist, ist da anscheinend nicht wirklich Wasser rein. Das ist schon mal hilfreich. Das heißt, im Prinzip muss man einfach nur hier das Board sauber machen und dann hoffen, dass es das war. Das würde ich jetzt auch gerne tun, wenn ich ein bisschen Alkohol finden würde. Da haben wir Alkohol. Alkohol immer gut. Alkohol verdrängt nämlich Wasser und entsprechend wird dann das Board relativ flott trocken, denn der Alkohol, der verdunstet am Ende und hinterlässt dann ein, ja, hoffentlich trockenes Board. Soweit der Plan. Also packen wir die Zahnbürste aus, die gute alte, und schrubben eine Runde, sodass die ganze Oxidation verschwindet. Dann natürlich sehr gut trocknen lassen, gerade auch, weil ich halt vermute, dass im Schalter was sein könnte. Den kann ich natürlich nur sehr schwer auseinandernehmen. Aber der Vorteil ist, im Schalter ist normalerweise kein großer Strom oder irgendwas. Deswegen, normalerweise sind die Stellen, die wirklich Oxidation problematisch sind, die, wo wirklich Netzspannung, also Akkuspannung dann in dem Fall hier anliegt. Das heißt also, der Mikrocontroller und die Transistoren, die Richtung LED gehen. Da ist jeweils Plus und Minus relativ dicht dran. Der Schalter meistens weniger, da ist meistens ein sehr hoher Widerstand, bevor das in den Schalter reingeht. Okay, das Ganze ist jetzt mit Alkohol geflutet. Ich lasse das jetzt mal trocknen. Machen wir nachher mal den Akku entweder dran oder mal ein Netzteil dran halten, ist wahrscheinlich sinnvoller. Ja, mal gucken, ob noch was lebt. Ich meine, die LEDs gehen ja im Prinzip noch. Und die LED hier, die sieht eigentlich noch sauber aus. Da sieht es nicht so aus, ob das Wasser es bis dahin groß geschafft hat. Und die hier, die unterm Kopf sind, da ist die Phosphorschicht drüber. Die sollte jetzt auch nicht so ein großes Problem am Ende darstellen. Das heißt also, unser Hauptproblem ist wirklich hier das Logikboard. Mit dem wunderschönen IC, der anscheinend keine Beschriftung hat. Und den muss ich gleich mal wieder zurückdrücken. Ich sag ja schon. Ja, und man sieht es auch, denke ich, der ist irgendwie ein bisschen zur Seite gewandert und mindestens ein Pin ist ab.
Nur mit Glück kriegen wir das ja relativ flott wieder hin. Und ja, ich weiß, sowas zu reparieren lohnt nicht, aber wieso soll ich Zeug wegschmeißen, wo es halt einmal mit der Bürste drüber gehen wahrscheinlich tut. Und dann schauen wir doch mal, was das Board so bereithält. Wir haben jetzt hier die Oberseite aktuell gespiegelt. Wir haben hier diesen IC, wie gesagt, der ist ein bisschen verrutscht, aber das ist machbar, das kriegen wir wieder hin. Standard 8-Pinner, keine Beschriftung drauf, also nicht wirklich erkennbar, was da los ist. Ansonsten der Schalter oder Taster ist es ja, der entsprechend dann umschaltet zwischen dem Spotlicht, dem Kopplicht und dann wieder aus und die Micro-USB-Buchse, um das Ganze zu laden. Auf der Unterseite, da haben wir dann drei von diesen Transistoren, das ist J3Y, müsste ein NPN BJT sein und ja, ansonsten auch nicht mehr viel, nur noch hier einen Widerstand und da schwarz. Ach nee, sorry, hier drunter versteckt sich noch ein kleiner Kerko-Kondensator, der dann auch dafür sorgt. Gut, wenn wir drauf gucken, wir können schon ein paar Sachen sehen auf der Oberseite. Zum einen haben wir hier ja die Lade-LED oder ja, auch Batterie-Leer-LED, die ist direkt zu hier dem Pin verbunden. Das hier geht komplett hier hinten drauf und hier unten drauf. Das ist alles Minus, auch natürlich dann mit der Buchse hier verbunden. Und wenn wir das wissen, dass das alles verbunden ist und auf der Unterseite gucken, dann sehen wir auch hier ist B-, das heißt also der Minuspol, der hängt offenbar direkt an der Batterie dran. Pluspol identisch, haben hier ein kleines Plus drunter. Das Ganze hier ist nämlich positiv, das heißt also zum einen die beiden Kabel, die hier noch weggehen. Ich glaube, das hier ist die Batterie. Das hier ist das Spotlight und das hier ist das Coplight. Also Plus ist immer alles miteinander verbunden. Außerdem haben wir hier ein kleines Löschelchen, was wir sehen. Das ist ein Via auf die andere Seite und versorgt dann hier den IC mit Strom. Das heißt also, wir haben hier schon mal drei Pins geklärt. Wir haben Plus, wir haben die LED und wir haben hier ein Minus oder Ground. Was brauchen wir sonst noch? Naja, wir brauchen noch einen Pin für den Schalter wahrscheinlich. Wir brauchen einen Pin für COP, einen für das Spotlight. Das wären dann nochmal drei Stück, die weg wären. Bleiben noch zwei übrig. Und ich gehe davon aus, dass einer davon noch irgendwie mit dem Batteriemanagement zu tun hat. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja keinen IC drauf, der irgendwie Akkuschutz ist oder auch nur in Richtung von Ladeelektronik geht. Das heißt, das muss alles im IC drin stecken. Wenn wir unten gucken, hier können wir das auch relativ gut sehen. Wir haben nämlich hier diese beiden Transistoren, die wir hier haben. Die sind zum einen miteinander hier verbunden, haben dann hier jeweils ihr Gate, was nach oben geht. Das heißt, das geht irgendwo hier in den IC dann rein. Das heißt, das sind unsere beiden Ansteuerungen. Und hier ist jeweils ein Kabel angelötet, hier eins und hier eins. Das heißt also, das sind die beiden Transistoren, die am Ende das Spotlight und das Coplight ein- und ausschalten können. Die werden entsprechend dann vom Controller hier versorgt. Wir haben aber noch einen dritten Transistor und der gibt für mich nur mäßig Sinn, denn der ist hier verbunden von dem und dann hier zur Plusseite. Das Gate selber, das wird dann hier über diesen Widerstand auf der Plusseite hier gehalten. Und normalerweise würde ich jetzt sagen, okay, ist eine klare Sache, ist ein PNP-Transistor, wird von hier aus dann gesteuert über den IC. Aber es ist kein PNP-Transistor. J3Y finde ich nur NPN und hier unten, das sieht mir ja auch eher nach NPN aus, denn wir schalten gegen Ground. Oder ja, nicht gegen Ground, sondern gegen etwas, was hier hochkommt. Das heißt also, der IC, der wird da auch nochmal irgendwie einen Vorwiderstand oder sowas intern haben oder irgendeine Steuerung, um den Strom zu regeln. Stromregelung können wir gleich auch nochmal sehen. Ich habe da schon ein paar Sachen aufgenommen, bevor ich hier ein Rechner bin. Und die LEDs haben immer denselben Strom, egal welche leuchtet. Von daher würde das passen. Und jetzt, wo ich so drüber gucke, Moment mal. Der Widerstand hält das nicht auf aus, der hält es auf an. Okay, das heißt im Prinzip, wir ziehen hier wahrscheinlich irgendwie runter auf Ground. Damit schalten wir den Transistor aus und er geht automatisch an, sobald wir USB einstecken. Okay, das könnte natürlich dann irgendwie zusammenpassen.
Das heißt, wenn wir einstecken, schaltet der Transistor durch. Wir verbinden im Prinzip die 5 Volt direkt mit der Akkuspannung. Was jetzt nicht gut ist, weil USB hat 5 Volt und Lithium-Akku darf normalerweise nicht so mehr als 4,2, 4,3 Volt sehen. Dann wird es ein bisschen warm. Das heißt, wahrscheinlich wird dann der IC auf der Rückseite hier die ganze Zeit pulsen und dann dafür sorgen, dass ja der Transistor quasi so eine Art ja, Limitierung macht. Ich glaube nicht, dass sie den analog ansteuern, also dass es wirklich so ist, dass der hier den Ladestrom groß reguliert. Ich fürchte, es wird einfach nur ein Comparator sein. Das heißt also, ja, die geben 5 Volt drauf. Der Akku ist jetzt nicht so schnell, hat einen internen Widerstand. Das heißt, die Spannung steigt nur langsam. Und sobald die Spannung bei 4,2 Volt oder sowas angekommen ist, zieht der hier runter, schaltet den Strom aus. Dadurch, dass kein Ladestrom mehr da ist, geht der Akku wieder von der Spannung runter. Dann schaltet er wieder ein und ja, so pulst das dann vor sich hin. Ja, gut. Funktioniert im Notfall. Kommen wir noch zum Punkt Sicherheit. Punkt Sicherheit ist auch eher meh. Wenn wir hier zum Beispiel gucken, hier haben wir diesen wunderschönen Ground, der, ja, da ist nicht viel dazwischen zum Pluspol von USB. Ist jetzt nicht unbedingt die schönste Lötung. Und natürlich auch hier diese Ladeschaltung. Naja, was passiert denn, wenn der IC irgendwie eine Macke hat? Ja, wenn der IC eine Macke hat, dann zieht der hier hoch und wir geben 5 Volt direkt auf den Akku. Und es ist nichts da, was das ausschaltet. Da hätte ich ehrlich gesagt es lieber gesehen, wenn man das Ding irgendwie 10 Cent teurer gemacht hätte und dafür noch hier ja irgendein Lade-IC oder ein DW01, so ein ja, Protection-IC zumindest draufgeschmissen hätte. Naja, hier hat man wirklich an jeder Ecke gespart. Okay, Tag später, alles soweit getrocknet. Dann gucken wir doch einfach mal, ob es funktioniert oder nicht. Wo war denn das dran? Weiß das noch jemand? Okay, da hat kurz was geflackert. Ich kriege aber nicht gedrückt. Wieso kriege ich nicht gedrückt? Ach, die USB-Buchse ist zu hoch. Okay, dann muss ich mir wohl was anderes ausdenken. Der ist bestimmt auch minus. Gut, dann machen wir das hier so rum. So, den Minus wollen wir hier, den Plus machen wir hier unten dran. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wenn ich jetzt drücke. Doch, geht an. Ah, okay. Er geht ins Current Limit. Stimmt, LEDs sind eventuell etwas mehr Strom als so ein Mikrocontroller. Licht geht an. Das sind 400 mA bei 4 Volt. Und der Kopf. Auch 400 mA bei 4 Volt. Und als nächstes aus. Und er scheint auch auszubleiben. Das Flackern, das dürfte sein, weil ich hier mit meinen Messspitzenwissen drankomme und wieder weggehe. Ja, müsste eigentlich alles funktionieren. Ich sehe auf jeden Fall nichts, warum wir da Probleme bekommen sollten. Eventuell beim Laden. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit, mal zu gucken, ob das Laden sauber funktioniert. Nicht, dass wir da am Ende ein Problem haben. Also zücken wir mal ein, ist das Micro-USB? Ja, das ist ein Micro-USB-Kabel plus hier so einen Power-Gedönse. Habe ich hier eine Powerbank oder sowas? Ja, habe ich. Dann klemmen wir da mal kurz an. Okay, 5 Volt und wenn wir einstecken, die Lampe flackert, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich gehe mal davon aus, er versucht jetzt hier Spannung auszugeben, aber kann nichts. Schauen wir mal im Multimeter drauf. Achso, ist ausgegangen, wahrscheinlich wegen zu wenig Strom. Ich wollte sagen, schauen wir mal mit dem Multimeter drauf, was er denn so sagt. Also, Multimeter, Spannung. Schalten wir die Powerbank nochmal an. Und messen wir eine Spannung da, wo der Akku angeschlossen ist. 4,4 Volt, ja, bisschen hoch, aber das kann jetzt natürlich sein, dass der Overshoot macht. Also die Spannung zu hoch geht, einfach weil überhaupt nichts an Last dahinter ist und er sich entsprechend nicht sauber eingeregelt bekommt. Gut, was können wir noch? Wir können mal gucken, was der Akku sagt. So spannungstechnisch. Das wäre dieser hier. Der Pluspol und hier hinten haben wir den Minus. Und was kriegen wir? 3,7 Volt oder so habe ich gerade gesehen. Ja, das kann natürlich dann durchaus sein,
dass das ein bisschen dünn ist, wenn die Lampe da drauf geht, dass der in die Knie geht. Das sollte eigentlich alles soweit passen. Dann bauen wir das Ding wohl mal wieder zusammen. Und sollten eventuell das Kabel vom Akku auch noch dran löten. Ne? Das könnte helfen. So, machen wir das mal. Den hier unten hier nochmal gesagt. Können wir mal kurz dran halten. Nochmal testen. Ja, geht an. Kopf auch. Sieht alles gut aus. Geht auch, die rote Lampe war jetzt gerade nicht nochmal an. Also die Meldung, dass der Akku leer ist, ist anscheinend auch weg. Das kann es aber natürlich auch, wie gesagt, einfach sein, dass der Akku jetzt ein bisschen was lag, gerade noch ein bisschen sich erholt hat. Aber der ist halt auch eher nicht mehr ganz so volle. Technisch sollte das jetzt wieder passen und alles sauber funktionieren. Also probieren wir nochmal. Beam, Korb, aus. Wunderschön, funktioniert. Muss er ganz nur noch wieder hier rein. Moment mal, also ich wollte sagen, hier fehlt irgendwas. Nehmen wir das hier. Das ist der Reflektor. Dann der Kopf war hier unten. Das Festkleben, das hier wird, glaube ich, einfach nur von hinten dann drauf gedrückt. Die Dingens. So, die Zelle mal wieder hier reinlegen. Ich meine, der USB war unten. Ah, da ist sogar ein kleiner Slot. Den können wir, denke ich, als Halter benutzen. Hoffe ich. Jo, fein. Sitzt, passt, wackelt. Hat hoffentlich nicht ganz so viel Luft. Okay, müsste jetzt gehen. Jo, Beam klappt. Auch mit dem Reflektor, Korb klappt. Wunderschön. Wo sind die Schrauben? Machen wir die nämlich erstmal wieder rein, dass ich hier nicht die ganze Zeit festhalten muss. Denn dieser ganze Schaumgummi und so, der drückt das schon so ein bisschen auseinander. So, den hier können wir so drauf machen. Die andere Seite ist ein bisschen tricky, weil hier ist diese Plastiklinse drin, die gleichzeitig ja, so ein bisschen Light Guide für die LED ist, aber auch dafür sorgt, dass wir den Taster überhaupt gedrückt bekommen. Ja, das sieht gut aus. Hat geklippt und ich kann drücken. Hooray! Gut, laden, denke ich, müssen wir nicht groß gucken. Hat ja eben funktioniert, wieso soll es jetzt nicht funktionieren? Aber sicher ist sicher. Zack und USB-Port. Hier, ich lese mal einfach vor, müsst ihr mal so glauben. Der zieht gerade, ups. Also ich sehe mal so 80 mA, 100 mA, aber was mich stört, die LED geht nicht an. Jetzt kann es natürlich sein, dass die LED kaputt ist. Ich glaube, die LED ist einfach kaputt, weil ich sehe einen soliden Stromfluss, 110 mA. Das klingt richtig. Bisschen wenig für die Zelle eigentlich, aber müsste passen. Okay, deklarieren wir also jetzt mal einfach als passt schon. Die rote LED haben wir offenbar verloren, aber ich glaube, ich kann darauf verzichten. War jetzt nicht wirklich was Großartiges, was wir da entdeckt haben. Ist eigentlich alles das, was zu erwarten ist. Aber na, dadurch, dass es halt nass geworden ist, musste ich halt mal nachgucken. Generell gilt, wenn Dinge nass werden, was mit Elektronik zu tun hat, so schnell wie möglich gucken, dass die Stromversorgung unterbrochen wird. Das heißt also, wenn es was ist mit Stecker, natürlich ausstecken, aber dabei bitte nicht mit nassen Fingern und Steckdose und so, ihr kennt den Spaß. Wenn es ein batteriebetriebenes Gerät ist, Batterien rausholen, möglichst schon auseinanderbauen, auch da nochmal gucken, nicht, dass noch eine Sekundärbatterie da ist. Zum Beispiel in PCs oder Laptops hat man ja oft zum Beispiel so eine kleine BIOS-Batterie noch dabei. Nicht, dass sowas noch irgendwo rumhantiert. Denn das Problem ist, Wasser und Boards ist nicht schön, aber macht erstmal nicht so viel Schaden. Aber sobald Strom im Spiel ist, naja, dann beginnen da seltsame Prozesse, die Dinge komplett auseinandernehmen. Und das möchten wir möglichst verhindern. Wir hatten ja schon gesehen, hier war auch so ein Fehler schon am Beginnen. Das heißt also, hat schon angefangen, da sich zu zersetzen, aber war wohl noch früh genug und ein bisschen Alkohol und die Zahnbürste, die helfen da schon mal. Gut,
Ich kann jetzt hier endlich wieder ein bisschen Licht machen, kann mir angucken, was ich so gemacht habe hier und hoffe einfach, dass die Lampe dann auch, zumindest solange sie nicht nass wird, noch ein bisschen was das tut, was es soll.